In diesem Video zeige ich dir, wie du wirklich leckere Pasta mit Käse-Sahne-Soße selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Zuerst nimmst du die Nudeln, die du haben möchtest und kochst sie ganz einfach nach Anleitung wie immer. Währenddessen kannst du dich dann um die Soße kümmern. Dafür habe ich jetzt hier eine Pfanne genommen. Da kommt als erstes etwas Butter rein, die erstmal komplett schmelzen lassen. Dann geben wir das Mehl mit dazu, also wir machen eine klassische Mehlschwitze. Das Ganze dann aber schön direkt durchrühren, damit alles schön miteinander vermischt ist. Und dann direkt mit der Milch einmal ablöschen. Und das Ganze am besten auch direkt wieder verrühren, damit sich alles schön miteinander vermischt. Die Sahne kannst du dann auch direkt mit dazugeben. Und dann kannst du das Ganze auch schon einmal würzen. Immer schön umrühren. Das Ganze sollte jetzt einmal aufkochen. Und wenn es dann kocht, so wie du es hier siehst, dann kannst du auch schon den Käse mit dazugeben. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei verschiedene Käsesorten. Da kannst du natürlich auch nach Belieben wählen. Das Ganze einmal mit dazugeben und schön einrühren, weil der Käse muss jetzt einmal komplett schmelzen. Wenn die Nudeln dann fertig sind, dann kannst du sie einfach einmal abgießen. Und wenn der Käse dann komplett geschmolzen ist, dann gibst du die Nudeln einmal hier mit in die Pfanne und verrührst alles schön miteinander. Und dann sind deine Pasta mit Käse-Sahne-Soße auch schon fertig. Schmeckt wirklich super lecker und super käsig. Also wenn du gerne Käse isst, dann solltest du dieses Rezept unbedingt einmal ausprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir diese Pasta mit Käse-Sahne-Soße geschmeckt haben. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst.